just black and white. Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Und wir sind wieder da mit dem Black Panthers. In der letzten Episode sind wir gar nicht so schlecht durchgekommen. Durch die Liga, in der Liga läuft es relativ gut. Und ich bin gegen die Bayern geholt. 4-0 gegen Havelsel im Pokal weitergekommen. Und ein Sieg gegen Dortmund. Jetzt steht die nächste Pokalrunde vor der Tür gegen den klaren Favoriten Leverkusen, aber erstmal ein riesen fettes Dankeschön an alle Leute, die eine Bewertung und einen Kommentar drunter unter das letzte Video gegeben haben. Super, ich freue mich da immer über eure Resonanz und auch euer Support. Wenn ihr diese Folge auch supporten wollt, lasst gerne auch ein Like da. Und ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Anstöße habt, was sich an der Mannschaft ändern kann, Transfervorschläge, dann gerne ab in die Kommentare. Transfervorschläge gab es keine vom letzten Mal, wie gesagt. Und dann gehen wir gleich mal rein in das erste Spiel gegen Leverkusen. Und dieses Spiel wird natürlich auch selber gezockt, vor allem vor heimischer Kulisse gegen Leverkusen. Die dritte Runde im Pokal, das wird natürlich selber gezockt. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe einfach mal, dass FIFA das Ballbehalten hat, dass die Linien gemacht sind. Und der Ball ist weiß, die Linien sind weiß. Das wird anstrengend. So, dann geht es auch schon mal in die Ausstellung. Also wir spielen natürlich mit der Top 11, die jetzt auch die letzten Wochen sowieso immer gespielt hat. Da hat sich nichts verändert. Wieder im 4-4-2 und natürlich mit Andrade und Burkhardt vorne im Sturm. Ja, und bei Leverkusen habe ich schon den einen oder anderen gesehen, der sich verändert hat. Sieht man jetzt auch an der Aufstellung. Florenzi spielt da, Madueke, Luis Diaz, Cabaret und Zapata. Ey, das ist natürlich ein Sturm. Philips auch noch mit Andrich auf der 6. Die Abwehr auch komplett neu. Also außer Radetzky und Andrich keiner mehr übrig, die heute bei Leverkusen spielen. Ja, und dann, ihr seht den Platz, ich sehe keine Linien, der Ball ist weiß, das wird sehr witzig, mal gucken, wie es läuft. Andrade, gute Möglichkeit, ich habe den Ball nicht mal gesehen, wirklich. Also, gut durchgespielt, klasse durchgespielt, Quendouzi, ey, was war das denn für ein Schuss? Also ich schieb's jetzt mal ein bisschen auf den Platz, aber... Eieiei. Andrade und Radetzky. Also ich ziehe, keine Ahnung. Nächste Möglichkeit auf jeden Fall für uns. Okafor und wieder Radetzky. Oh, was war das? Oh, was ne Ding. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Der Ball ist nicht im Tor. Das ist das einzig Wichtige in dem Fall jetzt. Boah, den Fehler. Vielleicht kann den Burkhardt ausnutzen. Radetzky, wieder so ein krasser Reflex. Also, ja, klares Chancenplus für uns, da wir die letzte Chance aber nicht genutzt haben. Bleibt's beim 0-0. Und ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, sich das anzuschauen, aber es ist mega anstrengend, so zu spielen. Dieses Weiß, es tut so weh in den Augen. Plus diese weißen Trikots noch von Leverkusen. Ich habe mir gedacht, so, Leverkusen hat rot-schwarz. Das sieht schon kacke aus, weil dieses dunkle Rot. Und hat blau. Das ist so ein richtig dunkles Blau. Das hätte sich wahrscheinlich auch überschnitten. Also nehme ich extra weiß, aber habe nicht gesehen, dass es schneit. Und ich habe gedacht, die haben jetzt endlich die Linie gemacht, aber... EA hat sich so gedacht, bei dem Spiel Linien nachziehen müssen wir nicht, also müssen wir jetzt die zweite Halbzeit nochmal so eingehen, aber wahrscheinlich muss ich demnächst auch wahrscheinlich ein bisschen rotieren, weil sonst machen unsere Spieler das immer nicht mehr mit. Quendouzi, oh, Junge, den einen schiebt dann 2 Zentimeter über den Kasten und der haut dann Wumms raus, aber trifft trotzdem nicht.
Burkhard, jetzt ist es passiert. Ganz, ganz, ganz wichtig noch. Johnny Burkhard. Wieder macht er das erste. 73. Minute oder so. Eieiei. Ja, Leverkusen früh gepresst, dann hatten wir viel Platz und dann wollte ich ihn eigentlich auf Oka vorspielen, aber dann geht er auf Burkhardt, habe ich auch kein Problem. Und der nimmt den Volley, also den Dropkick. Dropkick nimmt er ihn und haut ihn da hinten in die Maschen. Übrigens, der wird jetzt auch ausgewechselt, ne? Also der ist komplett tot. Burkhardt raus, Kühn rein, Kondosi raus, Groß rein und Oka voraus und Tegia rein. Die waren alle komplett platt. Andrades war auch nicht richtig fit, aber immer noch fitter als Burkhardt, weil Burkhardt war schon im roten Bereich so gefühlt. Diesen dunkelrot. Egal, gewonnen 1-0. Ist mit Abstand eines der schlimmsten Spiele, die ich spielen musste. Aber ist egal, wir sind eine Runde weiter und darauf kommt es an. Irgendwann ganz, ganz schlimm. Wirklich, wer es ausprobieren will, kann es gerne ausprobieren. Probiert es wirklich mal aus im Schnee. Im Schnee im eigenen Stadion. Ich habe keine Ahnung, ob das nur bei gegnerischen Stadien geht. Oder so, weil es war ganz schlimm. Ich habe den Ball nicht gesehen. Das ist ganz, ganz schlimm. Da irgendwie noch was zu machen. Aber egal, wir sind weiter eine Runde. Weitergekommen. Auch wenn ganz komische Aktionen dabei waren, das ist halt das wirklich das Wichtigste. Das nächste Spiel ist gegen die Eintracht aus Frankfurt. Auch zu Hause. Ein paar Spieler sind jetzt nicht so fit. Ich hoffe, das reicht trotzdem. Wir verlieren 3-4 gegen die Eintracht. Die steht auf dem 16. Tabellenplatz. Guendouzi macht, jetzt sagt nicht ein Hattrick. Okay, ein Doppelpack. Reicht trotzdem nicht. 3-4. Das ist auch eine sehr interessante Niederlage. Aber gut. Ja. Keiner Dämpfer, aber müssen wir mitnehmen. Die Eintracht ist normalerweise eigentlich ein sehr gutes Team. Karrieremeilenstein. 100 Spiele haben wir jetzt gemacht. 59 Siege sogar. So, jetzt geht's gegen den 18. aus Bochum. Hoffentlich da kann man ein bisschen überzeugen. Jawohl, 2-0. Doppelpack von Kühn eingewechselt und dann direkt einen Doppelpack gemacht. So, Ziele sind mal wieder irgendwie gefährdet. So ein Transferangebot, da gucken wir, was wir machen können. Aber ich werde das einfach nur delegieren. Also in den hatte ich auch mehr Hoffnung in Lehmann, aber ist halt wie es ist. So, es sieht danach aus, als ob wir Jäger verkaufen. Wir nehmen das auf jeden Fall an, weil der Vertrag läuft ja sowieso aus. Nehmen wir das auf jeden Fall an. Gucken wir mal. Nächster Gegner. Okay, auch hier Lukas Lehmann. Nehmen wir auch einfach an. Nächster Gegner ist Wolfsburg. Die sind Tabellendritter. Und dann gucken wir doch mal, was gegen die so drin ist. Gegen den VfL. Das nächste Spiel ist natürlich gegen Wolfsburg und das spielen wir natürlich auch selber, weil es von der Tabellenkonstellation eigentlich relativ gut passt. Tabellennachbarn sind wir fast, also 7. gegen 3. 3 Punkte liegen nur dazwischen. Kann man schon vom Topspiel reden. So, wir gucken auf die Mannschaftsaufstellung. Ich glaube, ihr kennt sie zwar alle schon, aber wir gucken trotzdem nochmal drauf, rundet das alles ab. Andrade ist sogar fast fertig demnächst mit dem Stürmer lernen. Dann meckert da keiner mehr rum. Und hier sehen wir, was Wolfsburg hat. Castells im Kasten. Die Abwehr sieht sehr neu aus. Auch das Mittelfeld. Auch hier Bialek und Brekalo und Castells. So, was haben die noch auf der Bank? Akanji und Kundu. Babu nur auf der Bank. Paredes und Iličić. Dennis haben sie auch noch. Also mit Wolfsburg aus der Realität hat das gar nichts zu tun, auch vom Tabellenplatz her, aber das ist eine ganz andere Thematik. Aber ja, das Wolfsburg, was wir kennen, ist das auf jeden Fall nicht. Und darum höchste Konzentration heute und mal gucken, was wir hier rausholen. Burkhardt.
Und durch Gesetz kastiert es die Möglichkeit nochmal Andrade. Erste Möglichkeit gehört gleich mal uns, haben wir uns gut durchgespielt. Oh, das ist nicht schlecht gespielt von Wolfsburg. Trapp, ganz wichtige Tat von Kevin Trapp. Sah im ersten Moment nicht so gefährlich aus, wurde dann aber eine Riesenchance von Wolfsburg. Ich glaube, der auf der Linie hat den sogar gerettet. Gündoğan, guter Ball für Burkhardt und wieder Castells. Burkhardt setzt sich durch und wieder Castells, Alter. Jetzt kannst du keinem erzählen, wie die Torhüter wieder hochgeballert haben, manche. Es ist Halbzeit und wir müssten führen. Es ist irgendwie, ich wiederhole mich irgendwie in jeder Halbzeit. Ich weiß nicht, also seit alles spricht für uns. Ich glaube, Wolfsburg hatte ja die zwei Schüsse, die hatten, waren halt relativ sehr gefährlich. Da müssen wir halt aufpassen, vor allem mit Pialek da vorne. Der ist nicht ohne, der Mann. Aber Burkhardt alleine hätte, glaube ich, schon einen Dreierpack machen müssen, so ungefähr. Aber Castells hält den, dass die hält da die Null bisher für den VfL. Und der ist drin. Oh mein Gott, das wäre. Das hat jetzt gepasst, wirklich. Du hast die ganze Zeit den Ball und der Ball fliegt da hinten fast ins Tor. Hier. Was eine Flanke. Ja, der kommt auch perfekt zwischen die beiden. Wir wechseln Doppel Cardoso und Burkhardt. Beide komplett tot. Guter Ball in die Mitte. Pfosten! Das ist ja unfassbar. Hier passieren wirklich gerade die geilsten Dinge. Bisher ist das Tor Tabuzone für uns. Und heute ganz, ganz. Also normalerweise von den Chancen her hätten wir das Ding gewinnen müssen, aber das war kein gutes Spiel. Ja, also ich bin auch ein bisschen enttäuscht, also, aber wir hatten genügend Chancen, aber das ist. War halt auch nichts, was man jetzt sagen kann. Es war jetzt absolut komplett unfair oder irgendwie sowas, dass man jetzt sagen kann, jemand hätte das irgendwie gewinnen müssen. Einfach die Chancenverwertung war grottenschlecht und ja, das darum spielt es auch nur 0-0, steht jetzt auf Platz 8. Ich meine, ist immer noch ein gutes Ding, aber ja, gegen Hoffenheim wird das wieder schnell simuliert und das Spiel verlieren wir 2-1, was mir fast schon klar war, aber das ist auch nicht so schlimm. Wie gesagt, da muss ein bisschen mehr kommen jetzt in der Rückrunde. Allein von der Chancenverwertung, ja. Jäger haben wir jetzt verkauft. Kriegen da noch ein bisschen Millionchen um drauf. Und Andrade ist endlich ein Stürmer und der beschwert sich über Spielzeit, Digga. Der spielt jedes Spiel. Jedes bis hierhin. Er spielt. Also Tempo müssen wir auf jeden Fall erstmal upgraden. Das ist jetzt erstmal. Jedes Spiel spielt der Mann. So, wir verkaufen auch Lukas Lehmann noch für 360k. Also der geht auch in der nächsten Transferperiode. Und Otto Köhler, ja, das ist mir eigentlich relativ egal. Da hattet ihr ja schon gesagt, dann kann ich auch den Vertrag auslaufen lassen. Das ist nicht so schlimm. Wir gehen mit großen Schritten auf die Transferphase zu. Also Achter am Ende der Hinrunde nimmt man auf jeden Fall mit. Wir sind halt sehr stark gestartet, haben unheimlich stark nachgelassen. Aber ja, gut, das ist, glaube ich, normal. So, und falls sich jemand fragt, ob wir gar kein Angebot bekommen, doch, es gab Angebote, ja, für den einen oder anderen Spieler, auch für den einen oder anderen Stammspieler, aber da, die wollten alle nichts zahlen, also das wäre halt nicht gut gewesen, wenn wir den abgegeben hätten und dann hätten wir keinen einzigen da wirklich verstärken können. So spielen wir jetzt gegen Arminia Bielefeld und spielen mal eine Schnellsimulation, gewinnen auch 2-0, Burkhardt und Kroos treffen. Ja, Otto Köhler, glaube ich, war das Einzige. Ja, das kann ich mal kurz sagen. Ich glaube, das habe ich vergessen zu zeigen. Ich weiß gar nicht, ist der noch im Kader oder ist er jetzt schon gewechselt? Nee, der ist im Kader. Also Otto Köhler wird uns dann verlassen, endlich, am Ende der Saison. Ja, das wäre sonst das war auch das Einzige. Aber sonst ist halt nicht viel passiert in der Transferphase bis hierhin. Und jetzt geht es gegen den Tabellen 18. aus Bremen.
Und ja, die haben eigentlich gar nicht so eine schlechte Mannschaft. Bin jetzt mal sehr gespannt, wie wir uns das schlagen. Ja, schnelle Simulation. Wir gewinnen 4 zu 1. Okafor, Andrade, Okafor und Okafor mit so einem Hattrick sogar. Also das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Läuft einigermaßen gut. Und jetzt gegen Union im Viertelfinale des deutschen Pokals. Wir kriegen immer ein Angebot für Schneider. Das Delik gehen wir einfach mal kurz, weil wirklich Stamm spielt er bei uns sowieso nicht. Ist ja nur, ja, sagen wir mal so, ein kleines Backup. Interesse an einem Spieler. Ja, also wir haben jetzt so noch 2,5 Millionen. Da würde ich einfach mal euch entscheiden lassen, dann mal unten in den Kommentaren. Sollen wir uns dafür eher einen neuen Scout holen? Natürlich einen besser als die, die uns hier angezeigt werden. Ja, das bringt uns natürlich nicht viel weiter. Oder soll ich da wirklich uns einfach nochmal gucken, ob wir da vielleicht einen Rechtsverteidiger bekommen? Einfach nur ein Backup erstmal für W. Aber an sich weiß ich nicht. Stein ist eigentlich auch noch da. Ich meine, ja, der könnte das sogar prinzipiell sogar auch spielen. Mag es aber lieber, wenn der das einfach als Fullback spielen kann. Und Willi spielt ja jetzt nicht schlecht. Er ist jetzt nicht der Beste, aber er hat es schon gut entwickelt. Ich meine, überlegt mal, wo der gestartet ist. Dann einfach gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich noch einen Spieler holen soll. Für irgendeine Position. Das Pokalspiel gegen Union machen wir nämlich jetzt nicht. Da können wir dann in der nächsten Folge das spielen und dann spielen wir dann auch noch den ein oder anderen Spiel außerdem noch mit. Gehen dann bis, glaube ich, im März, würde ich jetzt einfach mal sagen, bis im März. Mal gucken. Das heißt, ihr könnt auch gerne sagen, welche Spiele ich zocken soll. Wir hätten da zur Auswahl Union, Leipzig, Stuttgart, Freiburg, Hertha, Frankfurt, die Bayern, Augsburg, Gladbach und Wolfsburg. Das sind die, gegen die wir spielen. Zwei oder drei Spiele, kommt halt drauf an, wie das jetzt zum Beispiel läuft. Meunier ist hier einfach zu Union gewechselt. Ist auch ein sehr, sehr interessanter Transfer. Und was wir jetzt noch machen, bevor ich die Folge beende, ist zu gucken, gegen wen ist denn Union Berlin weitergekommen? Gegen den VfB Stuttgart. Ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Also, gut, dann machen wir hier Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und tschüss.